Die Heizkesseltemperatur einer Dampfmaschine beträgt 483 Kelvin und die des Kühlgefäßes 322 Kelvin. Berechne den maximalen Wirkungsgrad. Die höhere Temperatur T1 beträgt 483 Kelvin und die niedrigere Temperatur T2 beträgt 322 Kelvin. Wir suchen den maximalen Wirkungsgrad, den wir in Prozent ausdrücken. Zur Verfügung haben wir diese Formel, also brauchen wir in dieser Formel nur T1 und T2 durch ihre jeweiligen Werte zu ersetzen und finden so ein Drittel. Dieser maximale Wirkungsgrad beträgt also ungefähr 33,33%.